So, schalten wir die Leute vom YouTube dazu. Im dritten Part von, ich wollte schon Mutant Year Zero sagen. Nein, von Miasma Chronicles. Jetzt leicht, ich hab die Aufnahme auf YouTube Part 2 geendet, als ich das Gebäude verlassen habe. Aber naja, wir wollen mal jetzt nicht so kleinlich sein. Don't care how many elections Mayor Mason steals, he'll always get my vote. Why is that? He's a war hero. Yeah, but the war was a long time ago. Ja, und der Krieg ist auch schon vorbei. Seit Ewigkeiten. Reise mit M schnell zum Missionsziel, obwohl wir direkt um die Ecke stehen. Bodies are gone. Frogs must have come back to finish the meal. Nasty. Ja, irgendwie doof, dass die Leichen weg sind. Das andere, was ich noch nachgucken wollte. Ah, okay, mein HP ist wieder aufgefüllt auf 90. Alright. There's a vortex. Oh, and more frog monsters. Looking twice as nasty as the last ones. No turning back. Time to kick some ass. He read my mind. Just have to sneak up behind him. Und sie beten den Vortex an. Was soll schon schief gehen? Vorhin ist aber schon was, etwas, was wir explodieren lassen können. Ist der Speer direkt ausgeschaltet. Bei 93% verfehlt. Welcome zu XCOM. Das ist mich richtig jetzt für mich Betrug gewesen. Stoppwaffe wechseln wollte ich. Also ist er jetzt hier doof gelaufen. Der wird mich in der nächsten Runde wieder erreichen können und ich kann nichts dagegen tun. Außer das Spiel wird mir jetzt einen Crit schenken, aber es tut es leider nicht.
das war auch nicht so. Ich habe mich mit der Disc auch vertan. Also die Disc-Waffe übrigens im YouTube-Video hatte ich die nicht gefunden. Wir haben aber zufälligerweise ein bisschen sauberer gesucht im Livestream, wodurch ich die Disc-Waffe mitgenommen habe. Mit der man über Ecken schießen kann. Und ich dachte eigentlich, man könnte mit der laufen, also schießen und laufen. Aber es war nur, weil wir einen Kill gemacht haben, dadurch wird ein AP zurückgesetzt. Adios, amigo. So, und du kannst dich auch einfach mal wegbewegen, bitte, Elvis. Gab es eine Erklärung, warum es Frösche sind? Nein. Another one bites the dust. Aber er sagt Rust. Und auch da muss man sagen, es gab in Mutiny Year Zero jemand, der hat immer gesagt, another one bites the dust. Als sein Slogan, wenn er jemanden getötet hat. Ich glaube, es war die Ente damals. Was? Dann fehlen mir 10 Schaden? Das war doof. Man konnte es ja versuchen mit den 10%. Einfach nur just for fun mit der Schrotflinte. Ich glaube, dann gibt's da was zum Aufsammeln. Tricks up your sleeve? Hell yeah. Not enough to break through the wall, but
Let's go back and tell them. Frogs. Aber meine Positionierung doof aussieht, so ein bisschen. I'll give him a taste of this new vortex power. So, nutze die Miasma-Kräfte im Kampf, damit du als Sieger hervorgehst. Miasma-Kräfte kosten Energie. Du erhältst Energie, wenn du einen Gegner tötest. Energiezellen sind auch nützlich, um Energie wiederherzustellen. Du kannst die Miasma-Kräfte für die Charaktere, welche Miasma-Handschuhe besitzen, im Bildschirm C bearbeiten. Drücke Leertaste, um einen Gegner zum Aufheben auszuwählen. Und dann kann ich ihn irgendwo hinschleudern. Focus. Breathe. Move my asthma. How did you do that? I don't know, but it rocked. It freaking rocked. Ja, und jetzt würde ich am liebsten in irgendeine Deckung gehen. Aber alles ist außer Reichweite. Shotgun. Nee. Was bist du denn für einer? Du bist einer, der auch zuschlägt. Kann ich nicht mal einen Crit machen? Mache ich immer auch den gleichen Fehler, da ich mal vergessen, mit Q und E durchzuschalten. Und es kostet einfach nochmal 14 Energie. Muss ja nicht sein. Da können wir lieber. Oh, warum bist du denn zu weit weg? Vor allem dann auch noch so ein Zentimeter. Dann geh ruhig nach hier unten, Dix. Können wir mich direkt mal eine wichtige Sache testen, wo ich noch gar nicht zu kam, ob man zwei Charaktere heilen kann mit einer Ladung, wenn man nebeneinander steht. Und es ist leider nicht so. Fall down seven times, get up. Hey, proud of you, little brother. Ich denke nicht, dass das ein Bug ist. Ich denke, das ist schon gewollt so.
Guten Abend, Brandon. Wieso? Weil Gegner keinen Selbsterhaltungstrieb haben. Das kann die Leiche von Elvis schon aushalten. Elvis ist während der Dreharbeiten gestorben. Okay, let's go back and tell the mayor I powered up. Ja, aber bevor wir zurückgehen, da gibt es noch was zum Einsammeln. Ich weiß gar nicht, ob das Schnellreisesystem so nötig gewesen wäre. Klar, später, wenn du über weitere Bereiche vielleicht gehst, wo man wenigstens sagt, du kannst immer zurückkehren. We're back in business. If we can find some more vortexes, your glove gets enough power to blast a hole through that miasma wall. And we find Mama after all these years. Let's talk to the mayor. The collectors are coming, Elvis. Hope you're doing your part. Die Sammler kommen. If we're getting out of here, we gotta get out now. Where are we going? Elvis, you get something from that vortex? My glove's got this new power. Who rips through frogs like a knife through jelly? Well, slap my jar! Fantastic work, Elvis! But can it get you through the wall? It bumped up my total power, but we need more vortexes fast. Ask and ye shall get. I decoded another one of your mama's files. Read here. To break through a wall most vile, heal the miasma once defiled. Each vortex offers a reward most keen. Your glove is ready. When blue lights turn orange. Huh. Guess nothing rhymes with orange. Mama and her riddles. So when my glove's lights change color, we can bust through the wall and find her. But where are the vortexes? Sadly, she doesn't say. But I bet anything a certain family knows. They know all. The first family. Bingo, give the boy a star. I heard reports of a First Family airship crashed up north in Happy Hills. If you can reach the ship, grab its data drive, then bring it back here. Hold on, Happy Hills is off limits. Those are your words. Hear me now and hear me clear. The miasma is more than nasty weather. It's an evil energy that has brought America to its knees. Dividing states once united, poisoning communities, pissing on our values. Okay, Mayor, okay. We don't have time to wander. We'll get the data drive. Proud of you, boy. Godspeed. That'll be worth it. Mieser Wetter. Mieses Wetter. Ich muss gerade denken, ich kenne jemanden, der hat den Nachnamen. Ja, aber ich habe gedacht, das wäre eine Person jetzt. Wir brauchen mehr Vortexe, um den Handschuh mit Energie zu versorgen und durch die Miasma-Wand zu dringen. Der Bürgermeister sagt, der Antrieb eines abgestürzten Schiffes, der First Family, könnte uns helfen, noch mehr davon zu finden. Na guck mal, gibt's später noch Chips, um das Miasma zu verändern.
Überleg gerade. Ist das eigentlich, wenn ich in die Schrotflinte... Ah, dann kriegt er plus 1 Reichweite. Die Schrotflinte, aber ich finde das jetzt nicht so pralle. Wobei, tackeln. Ramme einen Gegner, betäube ihn eine Runde lang und verursache 70 Schaden. Dann nimm die beiden Sachen weg. Oder was hast du hier? 20% Bonus auf kritische Chance, wenn du dich erst bewegst und dann schießt. Wird nach der Runde zurückgesetzt. Jäger erhöht Bonus auf kritische Chance auf 20% für Schüsse aus dem Hinterhalt. Ach, das ist deine Stärke später. Höhere Crit-Chance, wenn du den Hinterhalt startest. Damit konntest du bei Mutant Year Zeros richtig gut abräumen. Weil du kannst auch Gegner aus den Gruppen rausziehen. Und ich hoffe, es gibt später wieder Schalldämpfer oder Waffen, die leise sind. Dann kannst du mich Gruppen minimieren, bevor du wirklich in den Kampf rübergehst. Wir brauchen Backup. Wir brauchen Hilfe. Du hast eine Magic Glove und einen Kick-Ass-Robot. Du bist die Hilfe. How about we stay out of jail this time? Sound good? The First Family thanks you for your continued support and hard work. We're pleased to announce we have linked your facility's quota and yield percentages to our deliveries of gray, green, and brown nutrition packs. We hope this incentive ensures a timely and satisfactory delivery each month. Hey Elvis, who are you, man? Ich habe in den Aufnahmevideos leider schon mit dem gesprochen, deshalb ich wollte nur ganz kurz gucken, ob der vielleicht neue Texte dabei hat. Deshalb überspringe ich dir hier auch mit dem Stream, die vielleicht der eine oder andere nicht gehört hatte. Aber es geht nur darum, dass der mich zum Hilfs-Sheriff ernennt. Aber ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss macht. Also irgendwo eine Veränderung bringt. If you're looking for deals, take cover, because I'm about to make it rain. Yeah, coming from Fort later. Thomas. Waylon, you see Waylon? I'm not crazy. Monsters. That's just a bunch of hooey. Who's seen one of these things? So, der Bürgermeister hat mir erlaubt, durch dieses Tor zu gehen. Widow's Mines is this way, past the Skywell. Finding this ship and steel and its data drive gives us closer to our mother. We're going for it. So, die blauen Sachen sollten Nebenquests sein. Oder sind das die Anzeigen für die Vortex? Also ich weiß nur, dass blaue Sachen relativ am Anfang vom Spiel zu sehen waren als Nebenmission. Aber wir werden das ja erleben, weil ich werde das natürlich ansteuern. Das ist das mysteriöse Mädchen. Should you boys be out here alone? Look who's talking. What are you, 19? Something like that. I'm Jade, gun for hire. And I'm gonna allow you to hire me. This got nothing to do with you, darling. Go home. Does the robot talk the whole time, or do you have a say? Well, thanks for the offer, Jade. But we work best as a duo. Yeah. Not anymore. You're on the grabber's hit list. Grabbers? It's what the frogs are called.
They've been tracking you since that little dust up in Gator Zone. And now, down this path in a perfect little kill box, they're fixing to ambush you. You know about these grabbers? Yeah, I know a lot. Pretty amazing. You two go in there, zero chance of survival. You go with me, whole different story. You might even learn something. What do you want in return? It's who I want. The same who you've been trying to find your whole life, Elvis. Ba-Mahdi. Okay, who the hell are you? And why are you trying to work my brother? Diggs, hold on. Ba-Mahdi's our mother. You know her? I know the legends. I got a problem with the First Family, and I need her help. I'll leave it at that. You get me through that miasma wall to meet Ba-Mahdi, I'll keep you boys alive along the way. We got a deal? Can't argue with that. You're in. Ihr ist auch vom Miasma korrumpiert. Das siehst du, dass sie teilweise an der Seite Miasma verpestet ist. Lautlose Eiswaffe. Scharfschützengewehr. Fügt bei allen Distanzen 20% kritische Chance hinzu. Still während Hinterhalt. Plasmaschuss. Verursacht 3 Runden lang 30 Feuerschaden. Fügt der kritischen Chance insgesamt 30% hinzu. Eine intravenöse Gehirnpumpe, die Konzentration und Zielgenauigkeit des Subjekts erhöht. Die Fähigkeit des Subjekts Ablenkung während des Kampfes zu ignorieren erhöht die kritische Chance erheblich. Versammle deine Truppenmitglieder. Sie erhalten 40 Wut, wenn sie im Umkreis von 5 Feldern stehen. Fügt 1 zusätzliches Feld beim Laufen hinzu und 2 beim Sprinten. Machen wir erhöhte Crit-Chance. So, Moment. Die sollte nämlich den Crit-Mod kriegen. Dann kann die 130 Schaden bei Crit machen. Reichweite 10. Achso, das ist die Bewegungsreichweite. Ah ne, Schussreichweite 10, Munition 1. Ah, Hilfe. Deswegen ist Reichweite 12. Das ist ja wie so ein Bolzenschussgerät eher. Ich muss den Vergleich machen, weil im Mutant Year Zero gibt's das halt. Eine Armbrust, mit der du halt töten kannst, leise. Was sie hier einfach still nennen. Guys, the wall's that way. First, we're escorting my little brother to Happy Hills. Got a problem with that? Nebenquest hinzugefügt. Wusste ich's doch. Überlebender, erledige die Wachen. Die Schnapper haben nicht für nicht die ganze Vaterfamilie getötet. Sie nahmen einen Überlebenden mit, Peggy Sue Vater. Wada. Aber ihre Zeit läuft ab, mein Gott. Empfohlen ist Level 8, okay, das sind wir nicht. Energiezelle werfen, um Kilowatt der Gruppenmitglieder wiederherzustellen. This is the Skywell? Huh. What's the fuss? It ain't in the sky, ain't nowhere either. Aber ich denke nicht, dass ich mit Level 4 versuchen sollte, das Level 8 zu machen.
Und da vorne ist der andere Vortex. Look, another vortex. Elvis, those things are gonna fry your brain. Ah, he's the Miasma Whisperer. He makes sweet love to those things. Tell him, right. Okay, you two, zip it. Let my silent sniper rifle do its thing. Du kannst sie unbemerkt Gegner abschießen, während sie unentdeckt ist. Du musst dir eine Strategie überlegen, denn Gegner sehen, wenn ihre Kollegen getötet werden. Let this lady do her thing. Okay, time to show the boys how it's done. Mit einem kritischen Treffer kannst du viel mehr Schaden als normal verursachen. Erhöht deine Chance auf einen kritischen Treffer durch Flankieren oder Beschuss aus höherer Position. Bin ich total irritiert. Kommen wir aus der Hinterhaltposition eigentlich wieder raus? Okay, bei Scharfschützengewehren darf ich nicht näher als 10 rankommen. Aber es hat doch funktioniert, wie es sollte. Ablenken durch Glasflaschen. Du kannst Glasflaschen werfen, um Gegner abzulenken oder an eine für dich vorteilhafte Stelle zu locken. Du findest sie in einem Rucksack, wenn du im Kampf bist. Ja, da gucke ich nochmal nach. Die lädt automatisch auch direkt nach dann. Aber cool. Ich liebe, also das habe ich auch bei Mutant Gear Zero einfach geliebt. Weil es kein Spiel gibt, was diese Stealth-Geschichte so drin hat. Also was halt als Rundentaktik-Spiel gilt. So, Leertaste halten, können wir alle kommen lassen. Weil da einfach so geil die Gegner runter nudeln kannst. Nur indem du dich halt ein bisschen umguckst und vernünftig positionierst. Made by the originals. For real? Maybe I can jack in and wake this guy up. Pair, pair, pair. Your duck call with a duck decoy spread. Use both to draw them in. State your purpose. Keep it quiet. You might scare the ducks away. State your purpose. I'm Duck Ranger 1000, the ultimate duck hunting assistant, powered by Edison. When were you made? That duck said not today, buddy. That's 0 for 4, Mr. Roundtree. Try again.
Okay, old buddy. What's the last thing you saw? Don't let them spook you, Mr. Roundtree. Here comes the duck. Raise your gun. Spray and pray. Lower your gun. That's no duck. That's a DX-10 Airbus. Step back. Step back. Crash your plane. Danger, Mr. Roundtree. Danger. Cornelius Zen, founder of Edison. Good man. Family man. He had a plan. And his plan was a success. Pollution was eradicated. Americans rejoiced. Edison, quite simply, saved the world. Rest in peace, old timer. Das Miasma könnte auch natürlich außerirdisch sein. Und das hat dafür zu gesorgt, dass die Menschheit die Renaissance hatte, die große Stabilität. Weil die nicht verstanden haben, dass das eine Intelligenz ist. Ich spekuliere einfach so ein bisschen auf die Story. Danke, Werwolf, für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. Echte Zigarren. Eine beinahe volle Box mit echten Zigarren. Nicht zu verwechseln mit ähnlich aussehenden Lutschtabletten, die man in Haushalten mit Katzen findet. Die rauchen nur halb so gut. Ich liebe Pläne, die aufgehen, steht auf der Seite. Waffenmeister. Es dauert nicht lange, bis die Schnappe herausfanden, wie sie die Waffen benutzen konnten, die sie ihren menschlichen Opfern abnahmen. Diese hitzköpfigen Individuen beherrschen den Umgang mit Schusswaffen erstaunlich gut. So, hockt euch mal nochmal hier hin. Ah, da, Hinterhalt verlassen. F. Alles klar. Wir werden übrigens nicht sofort entdeckt, falls wir mal im Sichtfeld sind von dem Gegner. Wir haben dann eine gewisse Zeit noch zu reagieren. Ne, der muss ein bisschen näher kommen. Klopfer werfen, um Gegner zurückzustoßen, wurde ursprünglich als nicht tödliche Waffe zur Heimverteidigung vermarktet. Diese Klopfergranate sind in der Lage, Gegner zurückzuschleudern. Kombiniere sie mit einer hohen Plattform oder Sprengstofffässern und schon wird es richtig interessant. Das hat gereicht, ohne dass sie sich einander, ohne dass sie einander sehen können. Sieht man nämlich, wie sich das dann langsam auffüllt.
Jetzt ohne Kacke, ich würde spekulieren, dass das zeitlich hinhaut. Verdammt. Ach, das wäre ein wütender Schuss gerade. Die taktische Disk ist nicht leise. So, Inspektion und Stasi-Effekte. Du kannst Gegner und Verbündete im Kampf inspizieren, indem du bewegen wählst und mit dem Befehl bewegen nach auf das Bewegen nach auf das Feld gehst, das sie besetzen. Wenn du Einheiten analysierst, erfährst du Details über ihre Fertigkeiten, Schwächen und aktive Statuseffekte. Statuseffekte können im Kampf Gegner und Verbündeten zugefügt werden. Sie halten meistens einige Runden an, wie zum Beispiel das Brennen bei unserer jungen Dame. Rückstoßschuss, EMP-Betäubung. Ich denke mal, dass diese zwei Balken da Panzerung sind. Lass sie mal kommen. Ja, sind Rüstungspunkte. Rüstung verringern erlittenen Schaden um 10. Elementarschaden, Feuer, Säure, Elektro wird durch Rüstung nicht beeinträchtigt. Muss eh erstmal nachladen. Und das scheint alles ein bisschen weit weg zu sein. Sie braucht auf jeden Fall eine zweite Waffe. Übrigens auch sehr irritierend. Nachladen. Man denkt ja so, mit R lade ich die aktuelle Waffe nach, aber mit R tausche ich die Waffe, die ich gerade in der Hand habe. Man kann aber alle Tastenbelegungen verändern, also... Wait, hold on. Diese Zuweisung kommt mir manchmal ein bisschen komisch vor. So, töten können wir ja eh keinen, also können wir wenigstens die Rüstung da oben beschädigen. Ist ein zu kurz, ey. Ich könnte kotzen.
Das C-Fernrohr hat also für die Shotgun jetzt in dem Moment mir geholfen, da hätte ich den Speer hinten treffen können. So Jay, dann nimm ihn mal auseinander. Waffe tauschen, mit dem Sturmgewehr hier auch in die Flanke. Die habe ich jetzt plus 2 bekommen. Witz, die Abklingzeit geht über die Kämpfe hinaus. Okay, die hat auch. Hat der nicht auch geduldiger Jäger? Ne, das Revolver hält bei ihm hier unten. Schüsse aus der 20% obendrauf bei Schüssen aus dem Hinterhalt. Achso, ich hatte einen noch sowieso übrig, deshalb. Also bei 3 Runden 30 Säureschaden entfernt einen Rüstungspunkt pro Runde. Das ist nur ein Bonus dann für die Rüstungsvernichtung, für die Fähigkeit. So. Dann bringen wir Rip Jane gleich mal zum Staunen, wenn wir mit dem Miasma interagieren werden. Dann wird die mich als coolen Kerl erkennen. You could disappear in these caves. Get lost for years.